Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf den Tribünen. Mit dem heutigen Tag findet eine Debatte ihren Schlusspunkt, in der höchst kontrovers gestritten, in der leidenschaftlich gerungen wurde und die Emotionen auch das ein oder andere Mal wirklich hochgingen, auch und gerade in meiner eigenen Partei. Ich fand dabei immer wichtig, es ist heute schon betont worden, dass wir die Meinungsunterschiede hart in der Sache, aber immer mit gegenseitigem Respekt für die Sichtweise des jeweils anderen ausgetragen haben. Nicht jeder, der heute nicht für die Öffnung der Ehe stimmt, der ist damit gleich homophob. Und deswegen wünsche ich mir für heute, dass wir nicht rausgehen und gucken, wer hat heute wie abgestimmt und uns das dann gegenseitig im Wahlkampf vorwerfen, sondern bei der Gleichstellung, da geht es um Toleranz und Respekt. Und ich finde, wir alle sollten das auch denjenigen gewähren, die nicht unserer eigenen Meinung sind. Richtig ist, die Debatte hat lange gedauert, sehr lange gedauert. Aber vielleicht hat diese Länge der Debatte auch etwas Gutes. Denn manche gesellschaftliche Veränderung, die benötigt Zeit, wenn sie denn akzeptiert werden soll. Und das zeigt zum Beispiel ein Blick nach Spanien, das zeigt ein Blick nach Frankreich, wo die Gleichstellung mit knappen Mehrheiten, aber dafür sehr, sehr schnell umgesetzt wurde. Und manche Menschen haben sich dadurch überfordert gefühlt. Sie sind auf die Straße gegangen zu Millionen und haben dagegen demonstriert. Das ist in Deutschland glücklicherweise nicht der Fall. Heute sagen uns Umfragen, dass 82% der Menschen für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare sind. Und deswegen sage ich, der Zeitpunkt für die Öffnung der Ehe, da ist heute da, meine Damen und Herren. Ich habe in der ganzen Zeit manchmal das Gefühl gehabt, dass aus dem Blick geraten ist, worum es bei der Ehe im Kern eigentlich geht. Für mich ist die Ehe der wunderbare Liebesbeweis von zwei Menschen, die in guten und Zeiten, guten und schlechten Zeiten füreinander einstehen wollen, bis dass der Tod sie scheidet. Zwei Menschen sind bereit, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Es geht um Treue, es geht um Beständigkeit, es geht um Verlässlichkeit. Und all dies, meine Damen und Herren, das sind zutiefst konservative Werte, die Anerkennung, die Respekt verdienen. Und ich kann nicht erkennen, wieso das Geschlecht hierbei einen Unterschied machen soll. Und deswegen bin ich nicht für die Öffnung der Ehe, obwohl ich Christdemokrat bin, sondern gerade weil ich Christdemokrat bin, bin ich für die Öffnung der Ehe, weil es um konservative bürgerliche Werte geht. Und wenn nun demgegenüber argumentiert wird, gleichgeschlechtliche Ehen, das sei ein Angriff auf Familien, so möchte ich entgegnen, kein Kind wird doch weniger geboren, und keine Heterosexuelle wird nicht eingegangen, nur weil es Schwulen und Lesben zukünftig auch erlaubt ist zu heiraten. Den einen wird nichts genommen, nur weil den anderen etwas ermöglicht wird. Und genau so sieht es ja auch die evangelische Kirche. Sie hat jetzt gerade noch einmal betont, die Bedeutung der Ehe zwischen Mann und Frau wird durch gleichgeschlechtliche Ehen nicht geschmälert, sondern im Gegenteil, sie wird noch einmal unterstrichen. Und ich finde das richtig. Es wäre doch absurd, die Ehe dadurch schützen zu wollen, dass man Menschen davon ausschließt, zu heiraten. Das passt doch nicht zusammen, meine Damen und Herren. Und nun stellt sich natürlich die Frage, brauchen wir dazu eine Änderung unserer Verfassung? Ich persönlich glaube, das ist nicht der Fall. Wenn wir uns den verfassungsrechtlichen Ehebegriff in Artikel 6.1 unseres Grundgesetzes anschauen, und zwar in der Diktion der Rechtsprechung unseres Bundesverfassungsgerichts, dann ist dieser Begriff offen. Er muss in den zeitgeschichtlichen Kontext eingebettet werden. Er muss mit Blick auf einfach gesetzliche Regelungen und mit Blick auf die gesellschaftlichen Anschauungen interpretiert werden. Und das Verständnis der Ehe, meine Damen und Herren, das hat sich in den letzten Jahren fundamental gewandelt. Früher, da durfte es keine Ehe zwischen Adligen und Bürgerlichen geben. Früher durfte es auch keine Ehe zwischen Katholiken und Protestanten geben. Und auch früher war es so, dass der Ehemann einer Ehefrau das Arbeitsverhältnis kündigen konnte, ohne diese zu fragen. Heute haben wir das Lebenspartnerschaftsgesetz eingeführt. Heute sind diskriminierende Regelungen abgeschafft worden. Heute sind gleichgeschlechtliche Paare selbstverständlicher Teil unserer gesellschaftlichen Realität. Und heute wird auch sprachlich nicht mehr danach differenziert, ob jemand verpartnert oder verheiratet ist. Und deswegen glaube ich, dass ihr an diesen Veränderungen die Politik nicht vorbeigehen kann. Und ich glaube auch, die Auslegung unserer Verfassung kann daran nicht vorbeigehen, meine Damen und Herren. Und deswegen,
möchte ich zum Schluss noch einmal betonen, wenn wir heute die Öffnung der Ehe beschließen, dann setzen wir damit ein Stück bürgerliche und konservative Politik um. Und deswegen sage ich auch insbesondere an meine eigene Fraktion gerichtet an diejenigen, die noch mit sich ringen, die noch Zweifel haben, wie sie heute abstimmen wollen, gebt euch einen Ruck. Wir sind schon immer diejenigen gewesen, die neue Entwicklungen mit tradierten Werten zusammenbringen. Und ich bin überzeugt, wir können heute nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Unionsparteien ein wichtiges Zeichen setzen für eine moderne, für eine tolerante, aber eben auch für eine im besten Sinne wertkonservative Politik. Und deswegen werbe ich dafür, dass möglichst viele von euch heute bei dieser Abstimmung ein klares Ja zur Ehe sagen. Vielen Dank. Volker Beck-Elten, das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.